Hallo meine Lieben, ich begrüße euch alle im Hier und Jetzt. Ich hoffe, es geht euch allen gut, hattet ein wunderschönes Wochenende gehabt und ich habe jetzt nochmal die gleichen Karten wie von Samstag, von der Samstaglegung. Und wenn du noch nicht vorbeigeschaut hast, würde ich mich freuen, da auch mal zu gucken, ob da was für dich Wissenwertes ist. So, wer mich hier kennt, wer schon länger dabei ist, weiß, dass ich keine explizite Frage stelle an das Universum. Und dann einfach schauen, was denn für Botschaften für dich unbedingt mitgegeben werden soll. Oh, danke schön. So, bitte noch eine Chat. Was unbedingt Wissenswertes ist für dich. Und die letzten Readings war ja, obwohl ich keine spezielle Frage gestellt habe, war es Themen wie Liebe. Und es scheint im Moment auch ganz, ganz, ganz vielen zu beschäftigen. Ja, wie ist es mit der schönen Liebe, Liebe und wie es ja nun mal ist mit der eigenen Stabilität. Und wie Berufung und Finanzen, so das Ganze. Und ich habe das Gefühl, es ist ziemlich in letzter Zeit, wie soll ich sagen, es ist näher gerückt. Vor allen Dingen auch das Kreative und die Verwirklichung von sich selbst, wie die Individualität ist gefragt und welche Bestimmung hat man. Und es hat bestimmt Gründe im Außen, sowohl sind es auch deine persönlichen Gründe und vielleicht ist genau jetzt die Zeit mal, sich einen Plan zu machen für die Zukunft, nahe Zukunft. Und wir haben hier als unterliegende Botschaft für dich eine Entscheidung, ja, ein Treffen steht an, ja, scheint so, sieht so aus, ja, hier steht das Amtsgericht, wie du siehst, aber bei mir kommt rein, dass du ein Urteil fällen sollst, was für dich wichtig ist, für dein Leben, eine Entscheidung treffen. Die scheint ziemlich, ziemlich wichtig zu sein für dich. Eine Option, die dir vielleicht viel ermöglicht. Und das ist mal dazu zu der unterliegenden Energie. Ich guck mal hier so, was denn noch für Botschaften für dich sind. So, ich hoffe, du kannst das gut sehen. Also, wie du hier erkennen kannst, das Universum schenkt dir viel, viel Glück zu deiner Herzensangelegenheit. Allgemein auch bist du beschützt von den Engeln im Universum und viel Portion Glück erhältst du in nächster Zeit, wie das ausschaut. Sieht das doch sehr, sehr positiv aus, ja. Zum Beispiel im Bereich Arbeit, Aktivität, das steht ja nun mal auch im Zusammenhang mit den Finanzen und es kommt bei mir so rein, dass positive Veränderung auf dich zukommt, ja. Vielleicht lernst du was Neues und wirst aktiver, dein Wohlbefinden ist besser, du hast da mehr Energie und kannst deine Sorgen erstmal beiseite legen. Im Moment bist du noch im Modus, ja, du grübelst, hast Sorgen und Kummer. Das hat alles seine Gründe und du weißt mit Sicherheit, wieso, weshalb das bei dir so ist. Du weißt, denke ich, am besten Bescheid und das Universum gibt dir hier als Botschaft, wichtig ist es, sich zu entscheiden. Und vielleicht ist es, bei mir kommt rein zwischen den beiden Optionen, die für dich so, entscheidest du dich weiterhin für Sorgen oder für Glück. Das würde ich jetzt mal sagen. Und vielleicht möchte das Universum irgendwie Kontakt zu dir aufnehmen. Vielleicht fühlst du das. Vielleicht nimmst du irgendwas wahr. An Synchronizitäten zum Beispiel. Wie Zahlen, Uhrzeiten, generell auf Kassenbons oder
wie auch immer, Autokennzeichen zum Beispiel. Und das kommt bei mir erstmal so rein als Tipp, dass man da vielleicht wachsamer ist. Aber ich denke, du fühlst das, weil deine Intuition ist bei dem Ganzen hier gestärkt. Das kommt bei mir durch. Weil wenn das Universum ein Geschenk macht, dann hast du es auch verdient. Du musst es nur annehmen. Ich möchte hierzu von diesem Tarot bitte noch zwei Botschaften ziehen für dich. Das ist jetzt hier nicht so lang mit den Karten mischen. Ich wollte eigentlich, ja gut, ich nehme das jetzt so, es ist spontan. Und meine liebe Lieben, deine Wünsche gehen definitiv in Erfüllung. Wir haben hier die Sonne. Das ist ein ganz, ganz klares Ja vom Universum. Wow, das ist doch schön. Wir haben hier den Seelenpartner an deiner Seite, den Anker, meine Lieben. Bitte hier Geschlechtsneutral hier betrachten das Ganze. Und das ist hier eine allgemeine Legung. Meine wunderschönen Lieben und Liebsten, du hast hier einen wunderschönen Mann an der Seite und ich schaue das aus den Augen einer Frau und ihr Männer seid natürlich alle herzlich willkommen, egal welches Alter, ihr seid alle hier, weil ihr genau richtig seid, weil ihr das angeklickt habt und dieser Link ist für euch und das ist jetzt auch dieses Feeling, wenn du damit resonierst, freue ich mich natürlich umso mehr. Du kannst auch wirklich deine Sorgen beiseite legen, weil wir haben hier eine feste Verbindung zwischen euch. Und wie du siehst, es geht hier wieder um die Liebe, Liebe. Du hast hier einen sicheren Hafen geboten von dem Universum. Ja, es wird alles harmonischer. Du darfst dich wieder freuen und du bist beschützt in deinem Zuhause, in deiner Liebe. Geht's voran. Ja, es wird positiver. Und fühlst dich auch besser. Wir haben hier das große Glück. Und da, die vierte Karte, da hast du nochmal Glück. Und das ist doch richtig, richtig schön. Und wir hatten ja darunter die Botschaft, deine Wünsche sind erhört und gehen auch in Erfüllung. Und diese Person an deiner Seite, dieser Mann, das ist ein ganz, ganz wichtiger Mann. Der bringt dir Glück und nimmt dich so, wie du bist. Ja, mit Ecken und Kanten, da kann man sich doch ziemlich glücklich schätzen. Und ja, das Glück ist dir gegönnt. Wir haben zweimal Glück und es ist so an sich richtig positiv. Von hier nur deine Grübeleien machen wir vielleicht zu viel zu schaffen. Ja, es ist ziemlich kopflastig alles, das kann ich fühlen. Und vielleicht hilft dir da die Aktivität, die hier auch angezeigt wird, dass du dich bewegst. Meine Lieben, das Krafttier hier aus diesem Tarot, Krafttiere-Tarot, habe ich hier die Fledermaus für dich als Botschaft. Und die Botschaft lautet, schau durch die Illusion auf die Wahrheit. Herzen, Engelin, Dorenka, beschützt dich bei dem Ganzen in deiner Situation, in deiner Lebenslage. Und du wirst dich besser fühlen, du wirst in die Fülle gehen. Wichtig ist, dass du nicht alles glaubst, was du siehst und was du hörst. Und das ist so als Botschaft, nur du kennst deine Wahrheit, was für dich stimmig ist. Und wenn das vom Herzen sich gut anfühlt, dann ist es für dich. Und wenn jemand anders anderer Meinung ist, ist es auch okay. So, ich möchte noch für dich noch eine Krafttierbotschaft ziehen und dann ist es für mich, dieses Reading hat abgeschlossen. Sehen wir uns natürlich wie sonst die Tage wieder. Meine Lieben, wir haben hier noch als Botschaft den Nashorn. Sei stark und mutig. Ja, kämpfe für das Gute, für dich. Und du bräuchtest noch weiterhin innere Stärke, kommt bei mir rein. Und weiterhin Mut, ja, gib nicht auf. Das Nashorn, also das möchte ich dir nicht vorenthalten. Das Nashorn kann nur vorwärts gehen, so viel ich weiß. Es kann nicht rückwärts gehen. Und vielleicht hilft das dir als Botschaft nicht zu sehr, ja, wie soll ich sagen, mit dem Kopf, mit den Gedanken, nicht zu sehr in der Vergangenheit zu hängen, vor allen Dingen auch emotional.
Und weiterhin, du kämpfst ja für dich und vor allen Dingen für diese Partnerschaft, die Liebe, Liebe. Und es ist auch für dich gedacht. Und das Universum wünscht sich das auch, dass du die Kraft, das Geschenk annimmst. Das kommt bei mir rein. Und als Tipp, das habe ich dir, was wissen wir das gesagt, danach, das, dieser wunderschöne Nas und kann nicht rückwärts gehen. Ich glaube, du weißt, was ich meine und was ich dir sagen möchte. Man darf zurückblicken, aber du darfst glücklich sein. Wir haben jetzt einmal das Glück. Also ist es umso wichtiger für dich, nach vorne zu blicken, dass du die Ausrichtung hast, dass es auch vorwärts gehen muss und soll. Und mit Sicherheit macht das keinen Spaß, die ganze Zeit in Traurigkeit zu versinken, weil man vielleicht die Schönheit hier im Außen nicht da nicht mehr erkennen kann, weil man zu sehr ins Grübeln gekommen ist. Und vielleicht ist es für dich wichtig, einfach mal den Absprung zu schaffen, wie diese Botschaften, die hier ganz klar sagen, glaub nicht die ganze Illusion, was man dir erzählt, vor allen Dingen, was du hörst und deine innere Wahrheit, dein Herz, deine Gefühle, dein Bauchgefühl, ja, führt dich schon zu dem Glück. Ich denke, du hast schon den richtigen Life-Path für dich gewählt. Wichtig ist, dass du dich nicht ablenken lässt und es kommt bei mir so rein. Natürlich entscheidest du, was du möchtest. Und egal, wie du dich entscheidest, man hat sich dann auch entschieden, weil wir haben hier auch einen Entscheidungsgrad irgendwo gehabt, ne? Ja, das war die unterliegende Energie, die Botschaft. Und ja, deine Wünsche sind erhört und gehen auch in Erfüllung. Okay? Vielleicht ist es so als Tipp, dass du deine Sorgen ein bisschen beiseite lässt, deine Kummer und einfach abschaltest, für Entspannung sorgst. Und wir hier bewegen, 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 meine Lieben. Und ich fühle wirklich, dass, ja, diese Energie sitzt ziemlich tief. Vielleicht sieht man auch gar nicht, was das Schöne, was man hat, was man selbst erarbeitet hat. Wichtig ist als Tipp von mir, Dankbarkeit zu üben und vielleicht hilft es dir, ein Tagebuch zu schreiben, ja, um gewisse Dinge aus der Vergangenheit einfach abzuschließen. Und ja, ich habe hier einen Stopp bekommen. Interessant, wie oft diese Synchronizität hier bei mir zu erkennen ist. Wir haben hier wieder den Bär. Setze Macht mit Weisheit ein. Also ganz klar, du bist nicht alleine, meine Liebsten. Nee. Du bist beschützt. Bitte habe keine Angst, was die Zukunft so bringt. Ich kann verstehen, dass im Moment ganz, ganz viele unruhig sind. Ich kriege das mit und kann das auch im Außen beobachten. Was dir hilft, denke ich, ist, weißt du am besten, weil du dich selber mit Sicherheit ziemlich schon gut kennst. Und wenn du vielleicht Rat brauchst, dann vielleicht hilft dir auch dieses Reading und du kannst dir immer, immer wieder anschauen, dass du die Gewissheit hast, dass die Botschaften hier vom Universum mit dir in Kontakt treten möchte und du weiterhin im Vertrauen bei dir bleibst und einfach mal das, was du nicht ändern kannst, was so schmerzt, dass du es einfach abgibst, loslässt an das Karma und was man nicht ändern kann, dann lässt du es, wie gesagt, man gibt es ab. Du kannst es gedanklich vorstellen zum Beispiel und nimmst an, dass es für dich vorwärts geht und das, was du gelernt hast, auch einzusetzen, weil du bist jetzt kein Mensch, sag ich mal, der nichts kann. Das kommt bei mir nicht. Das kann nicht. Und du bist auch ein guter Mensch, wie du bist. Man braucht dir nicht sagen, dass du dich schlecht fühlst. Ich fühle hier so, du hast Schuldgefühle irgendwie. Und die Karten bestärken dich, dass du dich nicht schuld fühlen musst. Dass du gut bist, wie du bist. Und ja, meine anderen Botschaften hier in diesem. Kannst du ja mal schauen, was für Videos ich habe. Da geht es sehr viel um Selbstwertgefühl. Ja, das Thema ist Moment. Das kommt bei mir durch bei ganz, 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 ganz vielen. Und ja, vielleicht hast du ein Lieblingstier, ein Lieblingskrafttier. Und kannst du mal so für dich hineinhorchen, was du immer schon gerne gemacht hast als Kind und was du vielleicht jetzt mal nachholen möchtest. Ja.
Gut, dass ich das gerade so sage. Bei mir fällt es gerade ein, es steht ein Neubeginn an. Neubeginn. Möchtest du ein Neubeginn, eine Veränderung? Wenn ja, dann gib mir einen Daumen hoch und lass mir noch einen lieben Kommentar da, damit ich einfach sehen kann, wer denn hier so mit mir in dieser Community ist. Und ihr seid alle herzlich willkommen. So, das ist jetzt von mir aus einfach, dass ich denke, dass ich das Wichtigste gesagt habe. Und ich danke dir herzlich für dein Vertrauen. Es hat mir viel bedeutet, bedeutet mir weiterhin viel, mit dir im Hier und Jetzt zu sein. Und ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis dahin, Namaste.